Heute kommen wir wieder mal zu einem Video, zu unserer Aktualisierung von unserem S65-Umbau in dem E46 Kompakt, der den Motor eigentlich aus diesem Auto hier hat. Wir haben jetzt gerade zum Glück ein sehr schönes E93 Cabrio reinbekommen mit dem V8-Motor, dem S65-Motor, wie man sehen kann, auch optisch auch ein bisschen verändert mit einer sehr schönen Carbon-Airbox von Venturi, wie man auch sehen kann, alles schön beschrieben hier, also nicht nur hier dieser kleine Teil, den es auch extra gibt, sondern eben auch hier die komplette Anlage. Da drüben steht auch die Nummer dazu, die Seriennummer und alles. Also das sieht natürlich optisch schon mal sehr, sehr gut aus. Wenn wir gleich mal sehen, wie es normalerweise ohne diese Carbon-Airbox aussieht, nämlich hier bei unserem Kompakt drüben. Aber jetzt nur mal als Beispiel, dass wir eben vergleichen können, was jetzt in der letzten Zeit noch an unserem Umbau gemacht worden ist. Also gerade Motorraumbereich, was sich noch ein bisschen geändert hat. Und natürlich ganz wichtig, an der Karosserie war ja auch noch einiges, was nicht gepasst hat, was noch nicht hundertprozentig fertig war. Und zwar haben wir eben jetzt hier, was man sieht, immer noch unsere alte Haube drauf. Ist auch kein Wunder, weil die Haube wird nämlich nicht lackiert. Der Rest ist jetzt schon fertig lackiert. Die Haube kommt nämlich wieder runter und wird ersetzt gegen eine leichtere Version. Wie man sich vorstellen kann, das ist aus Metall hier. Wenn das jetzt noch alles verschweißt werden muss und dann ja, dementsprechend verzinnt werden muss. Ich sehe jetzt schon, wie schwer die Haube jetzt allein jetzt schon ist, was da für ein Gewicht dahinter steckt. Da haben wir gesagt, da wird noch mal eine andere Haube drauf gekommen und zwar mit einem komplett anderen Deckel. Werden wir dann gleich tun bei unserem silbernen Kompakt zeigen können, was da für ein Aufsatz drauf kommt. Ja, und jetzt hier sieht man mal den Motor eigentlich, wie er sonst serienmäßig beim BMW M3 V8 aussieht. Das ist die normale Airbox, wie sie BMW so verbaut hat. Die haben wir natürlich auch so komplett übernommen. Und hier ist es noch nicht ganz fertig. Hier kommt er dann dementsprechend auch ein Deckel drauf, wie hier drüben, wo er dann eben hier in dem Bereich auch noch Luft ansaugen kann. Da muss eben also hier auch nochmal ein Ausschnitt gemacht werden, dass er eben auch in dem Bereich dann oben auch zusätzlich, eben, wie man hier schon sieht, auch Luft mit ansaugen kann und eben auch von unten her und auch von der Seite von hier kann er dann später noch Luft zuführen. Ja, das wird eben alles noch gemacht. Was aber jetzt viel wichtiger war für uns, sind so Sachen wie hier zum Beispiel die Spritleitung. Da sieht man also hier, man sieht sogar von oben, von unten, also hier, die Leitung waren ja vorher bloß mit Schlauchklemmen befestigt, was natürlich ja, ein bisschen gefährlich ist bei so einem Druck, was da herrscht bei dem Fahrzeug, bei dem Benzindruck. Hier sind jetzt Dash-Leitungen draufgekommen. Die kann man jetzt auch jederzeit drauf und runter machen, wenn man es mal wechseln will. Und hier unten natürlich genau das Gleiche. Hier ist natürlich auch immer noch der Drucksensor an der Leitung mit befestigt, den er unbedingt braucht für Steuergerät. Also das ist jetzt eigentlich auch erledigt. Das war noch einer der Punkte, der uns sehr weit sehr stark gestört hat. Ja, hier vorne sieht man, wird es auch schon langsam besser, was die Steuergeräte angeht. Hier haben wir schon mal eine Abdeckung vorgefertigt, in welcher Form es ungefähr sein muss. Die wird natürlich noch mal genauer gemacht, damit sie auch hier überall schön abschließen kann und wasserdicht wird. Und dann haben wir natürlich hier noch den ganzen Kabelsalat, der dann hier oben noch reinkommt in die neue Motorhaube, wenn dann eben alles fertig ist für die Scheibenwaschdüsen und alles. Also soweit ist eigentlich hier nicht mehr viel zu tun. Einzig noch der Scheibenwaschbehälter fehlt. Deswegen ist auch die Stoßstange noch nicht hundertprozentig montiert, also man könnte jetzt theoretisch noch schöner einstellen. Also gut, die ist sogar einigermaßen fest. Auf der anderen Seite ist jetzt nur so ein bisschen draufgesetzt. Die müsste jetzt theoretisch noch ein bisschen weiter reingedrückt werden, so, dass man sie jetzt noch rausnehmen kann jederzeit. Aber die wird erst dann fest montiert, wenn eben hier in dem Bereich noch der Scheibenwaschbehälter montiert ist. Eine kleinere spezielle Anfertigung, die hier unten irgendwo rein muss und befüllt wird dann über die E46, ja, originale Zuleitung sozusagen. Da kommt das Waschwasser dann rein. Und im letzten Video hast du gesagt, da wird der Waschwasserbehälter vom M3 übrigens. Ja, genau. Sein. Ja. Der hat aber nicht reingepasst. Nee, der ist zu groß. Das heißt, da bräuchte er die Stoßstange auch vom M3 46. Die ist aber in dem Fall etwas kleiner und hat nach unten nicht genug Platz, dass der ja, sozusagen mit reinrutschen kann. Somit wird hier nochmal eine neue angefertigt, eine kleinere Behälter. Der kommt irgendwo auch in den Bereich hier unten rein. Und wie gesagt, die Befüllung ist alles gleich. Auch die elektrischen Anschlüsse sind alle gleich. Ja, nur eben der Behälter selber muss eben nochmal etwas ja, umgearbeitet werden oder neu angefertigt werden, besser gesagt. Das ist noch, was offen ist aktuell. Ja, soweit ist jetzt eben, wie gesagt, hier in dem Bereich von unserer Seite eigentlich alles soweit schon mal erledigt. Also es funktioniert auch alles. Man muss auch sagen, wir sind auch schon knapp über 70 Kilometer gefahren im Auto. Das Auto läuft einmal frei, macht also keine Probleme. Weder, dass irgendwas klappert oder heiß wird oder
ja, irgendwas ansteht oder irgendwelche Fehlermeldungen kommen würden. Also das Auto läuft wirklich bis jetzt wunderbar. Wobei die ganzen, ja, die Probefahrten und so weiter werden wir natürlich erst dann wirklich unternehmen, wenn eben die Haube auch dementsprechend auch original lackiert ist und alles. Das Auto wird in der Zwischenzeit jetzt einfach nur noch hier stehen. Und noch ein paar Kleinigkeiten werden wir weiterarbeiten dran. Aber was eigentlich noch sich mehr wichtiger getan hat, war eigentlich ganz wichtig der Bereich hier hinten. Das war ja der Bereich, wo wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben. Nämlich das Seitenteil hier hinten war ja doch ganz ordentlich verformt. Das ist jetzt also schon umgearbeitet, also ist jetzt erneuert, dieses Stück hier hinten. Und dementsprechend, wenn man hinten reinschaut, ist es jetzt alles so, wie es eigentlich auch sein soll. Nämlich die Seitenwand selber ist in dem Bereich komplett ausgetauscht worden. Wir haben, glaube ich, die letzte Seitenwand bekommen, die es bei BMW überhaupt gegeben hat. Und zwar nicht nur dieses kleine Teilstück, das gab es vorher schon nicht mehr, sondern tatsächlich die Seitenwand, die eigentlich von hier rüber bis hier runter geht und eben in dem Bereich, also sogar unten in dem Bereich ein Teil ist. Die musste man im Endeffekt hier abtrennen, um sie auch zum Transportieren. Und dann ist aber zusätzlich nochmal sozusagen ein Schnitt hier gemacht worden, in dem Bereich ungefähr. Und nur das hintere Teil ist eigentlich eingesetzt. Richtig, das ist alles nichts verändert worden, alles original geblieben und eigentlich nur ab, ich glaube ungefähr ab hier war der Schnitt, glaube ich, gell? Ja, ich glaube bei dem Fenster. So ja, genau, so in dem Bereich hier runter und das Stück ist sozusagen komplett eingesetzt worden. Ganz wichtig eben auch hier mit dem Innenstück hier, das war ja auch alles ja, zusammen. Ja, genau, das war alles mit drin zum Glück in dieser Seitenverkleidung und das war also wie gesagt ganz schlimm hier. Verformt. Das war eigentlich der wichtigste Punkt, dass es wieder alles original wird. Und das Heckblech war natürlich auch ein klein wenig betroffen. Da wurde aber dann nur ein kleiner Bereich sozusagen erneuert von dem Heckblech. Also man musste jetzt nicht das ganze Heckblech rausnehmen deswegen, sondern nur ein kleines Stück wurde in dem Bereich ungefähr erneuert und das war es eigentlich auch schon. Ja, somit ist eigentlich dieses Thema, wo wir gesagt haben, das heben wir uns ganz bis zum Schluss eigentlich auf, eigentlich auch erledigt. Und ja, das war eigentlich der Punkt, der uns ziemlich lang beschäftigt hat. Auch vor allem mit den Teilen, was man dazu braucht hat, eben, damit man es überhaupt machen kann. Und wie man sieht, jetzt geht auch alles schön zu, schließt alles ordentlich. Die ganzen Abstände sind alle so, dass man davon nichts mehr sieht. Und vor allem die Lackierung ist halt auch also richtig gut geworden. Da ist ja doch im Hinterbereich einiges lackiert worden. Ich sehe jetzt gerade, da hat noch eine kleine Delle noch, siehst du? Ja. Da muss noch unser Spezialist vorbeikommen, da muss er mal kurz rausdrücken, weil da war, glaube ich, auch hier eine kleine Stelle, was hier so ein kleiner... Ja, genau, das war gleich hier irgendwo in dem Bereich. Das ist nur beilackiert worden hier, diese Seite, sonst die Farbe ist hier original, mhm. Nur so ein ganz kleines Stück lackiert hier. Richtig, aber man sieht keinen Unterschied, gell? Nee, die Tür ist auch original. Genau, nur die... Seitenschweller, Kotflügel sind nachlackiert. Natürlich, die Stoßstangen natürlich, klar. Genau, die Stoßstangen und also was zum M-Paket dazu kommt, ist ja alles nachträglich draufgekommen. Der war ja ab Werk ohne M-Paket ausgestattet. Natürlich auch die ganzen Griffe und so weiter, was dazugehört. Das ist natürlich aber jetzt ganz wichtig, wenn wir gerade hier an der Stelle sind, ein Aufruf an alle Zuschauer, ob vielleicht irgendjemand hier diese Fensterschachtleiste vielleicht rumliegen hat. Neu oder in einem sehr guten gebrauchten Zustand. Ist natürlich immer blöd, wenn man die mal runtergemacht hat. Die verbiegt sich natürlich recht leicht. Deswegen, wenn einer so eine hat, die gibt es bei BMW nämlich aktuell nicht mehr zu bestellen. Die, für die rechte, genau. Für die linke Seite haben wir es durch Zufall neu bekommen aus eBay. Hat es einer noch in Sirik gehabt. Ich glaube, sogar im Ausland war die sogar. Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber die rechte gibt es also wirklich tatsächlich auch jetzt bei BMW nicht mehr zu bestellen. Deswegen, wenn einer sowas hat, uns Bescheid sagen. Wir kaufen die sofort. Also gleich uns benachrichtigen, wenn einer die hat, die was er nicht mehr braucht. Ja, hier vorne können wir natürlich erst dann weitermachen. Frontscheibe sieht man, hat einen Sprung, können wir erst dann weitermachen, wenn eben die Haube soweit fertig ist, dann wird die Scheibe auch gleich gewechselt und aus dem Grund sind auch jetzt aktuell auch noch die Airbags hier zu sehen. Das heißt, die Abdeckungen kommen natürlich auch erst dann drauf, wenn, ja, also wenn die Scheibe gewechselt ist, genauso wie hier unten Scheibenwischer und alles kommt natürlich erst dann drauf, ist auch schon eine nagelneue Abdeckung hier besorgt, Scheibenwischer sind dann gleich montiert. Aber das war's dann auch schon. Das heißt, der Scheibenwaschbehälter muss noch rein, dann Scheibe und Motorhaube und dann ist er eigentlich technisch, optisch fertig. Bis auf eine Kleinigkeit. Und zwar leuchtet noch ein Lämpchen, das nicht länger leuchten sollte. Ja, das ja.
Haben wir das letztens noch nicht gehabt, oder? Nee, ach so, ich dachte, das hätten wir letztens schon gezeigt. Da war nur der Fahrersitz drinnen. Genau, richtig. Da war der hier drin zum Rüberfahren, aber der Rest war noch gar nicht. Ja, da kannst du auch mal reinschauen, wie das jetzt ausschaut. Ja, so sieht jetzt die Ausstattung aus. Mit diesem besonderen Design. Hier ist das gleich wieder Asia Snake, glaube ich, heißt das. Eben passend zu der Außenfarbe Japan Rot. Also diese Kombination gibt es jetzt nicht allzu oft mit diesen Schlangenmuster da drin und eben hier auch mit diesen Reptilien, ja, mit diesen Reptilienoptik hier außen im Endeffekt. Das ist auch alles aufbereitet worden, teilweise auch neu bezogen worden hier im Außenbereich hier. Waren doch ein paar Sachen schon recht abgeschabt, aber das ist auch alles neu. Und du hast auch wirklich alles eingebaut, was wir an Ausstattung herumliegen gehabt haben. Also man sieht sogar das kleine alte Navi sogar drin, ja? Ja, ja. Das alte Drum, was kein Mensch mehr braucht. Das war schon vorher drin. Richtig. So ist es, weil wir haben jetzt eben noch ein Problem. Ich setze mich mal rein. Und zwar, ein Lämpchen ist eben noch an. Ich mache den Gang jetzt mal raus. So, und zwar, wenn wir jetzt Zündung aus, ja genau, jetzt ist Zündung an und jetzt müssten theoretisch eigentlich fast alles ausgehen und eben auch hier dieses Lämpchen leuchtet natürlich noch, weil eben hier der Airbag noch nicht drin ist. Wie gesagt, das zweite, was da jetzt noch aktuell an ist, eben hier das Scheibenwaschwasser-Symbol, aber wie gesagt, das ist nur deswegen, weil kein Behälter jetzt momentan montiert ist. Alles andere, wie wir jetzt gesehen haben, bis jetzt funktioniert auch. Also es ist wieder alles in Funktion, wie es eigentlich sein sollte. Nur die Klimaanlage muss noch befüllt werden. Da war noch ein Problem mit so einem kleinen Ventil, das etwas zu lang war. Haben wir jetzt auch ein kleineres besorgt. Das müsste jetzt noch befüllt werden demnächst. Ja, und wie man sieht, ich kann mal einfach mal anlassen. Das Auto läuft also wirklich ganz normal, wie ein ganz normaler E46 da drüben. Ich setze mich rein. Mach die Zündung an, ich höre das Geräusch von der Pumpe. Ich mache es jetzt nochmal, vielleicht hört man es jetzt nochmal. Achtung. Ja, das ist es, also sozusagen das Vorladen, damit ein bisschen Kraftstoff vorne ankommt. Jetzt drücke ich auf die Kupplung drauf und er läuft einmal frei, ohne dass ich irgendwie Gas geben müsste oder dass er irgendwie ruckelt. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt eben leuchtet, ist noch einmal hier Airbag und das andere Symbol. 92 und natürlich. 90 Kilometer? Ja, stimmt, genau. Wir haben mit 15, glaube ich, angefangen. Ja, mit 15. Also ein paar Kilometer sind wir jetzt schon gefahren. Und auch, der Tank ist immer leer. Ne? Ja, immer. Immer wieder beim Nachschütten. Aber wie man sieht, Auto hat auch einen ganz anderen Klang. Wir werden jetzt auch gleich mal vergleichen mit dem Weißen da drüben, wie der Klang natürlich mit dem Auspuff sich anhört und mit der normalen Ansaugung und im Vergleich dann eben dazu zu dem Weißen da drüben mit der anderen Carbon-Airbox und natürlich auch mit dem Serien-M3-Auspuff. Also man kann nur kurz mal Klang im Endeffekt vergleichen, wenn ich jetzt kurz Gas gebe. Das ist jetzt 2.500 Umdrehungen. Und dazu muss man auch sagen, das Auto hat wirklich zwei Gesichter sozusagen. Also bis 3.000 Umdrehungen ist er eigentlich relativ human. Man merkt auch gar nicht, dass da irgendwas groß verändert ist. Aber dann über 3000 Umdrehungen, da wird er langsam etwas lauter. Und einmal bin ich kurz mal bei knapp über 4000 Umdrehungen gekommen, da erschrickt man sich dann teilweise wirklich beim Fahren. Also jetzt wird es dann richtig heftig. Man sieht, jetzt wird er auch schon wieder langsam wärmer. Das heißt, die gelben Anzeigen gehen auch wie beim E46 langsam runter. Und das zeigt eben, dass der Motor jetzt auch höher gedreht werden darf. Ja, und das Gleiche kommen wir jetzt gleich beim Weiß mal anhören. Ja, hier jetzt der M3 als Cabrio mit dem originalen Auspuff. Wie man auch sieht, ein richtig schönes Leder drin. Das ist so eine Art dunkelbraun ist das, ja. Sieht also fast rot, ne? Ja, also schöne Kombination. Also mit dem Weiß auch. Also sieht, finde ich, richtig gut aus. Nicht immer so, wie man normalerweise immer hat. Entweder schwarzes Leder oder teilweise auch richtig knalliges rotes Leder. Ist ein bisschen was Besonderes in dem Fall jetzt hier. Und jetzt gehe ich mal rein. Hat auch gar nicht mal so viel gelaufen. Knapp über 70.000 Kilometer nämlich erst. Und jetzt starten wir den mal hier. Hört man schon, der hört sich auch schon vom Auspuff her ganz anders an. Der hat dieses leichte Rasseln immer mit drinnen. Das hat der jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Temperatur hat er schon ein bisschen, knapp 50 Grad. Und er hört sich viel dumpfer an, finde ich. Da müsstest du natürlich, da müsste ich hier mal im Mikrofon normalerweise rausgehen normalerweise. Oder ich gebe dir das mal. Warte mal. Ich gebe Gas. Das kannst du auch machen. Da gibst du Gas und ich gehe hinter. Vielleicht kann man es dann auch ein bisschen hören. Ja, der scheppert schon ganz anders. Genau. So, jetzt nehmen wir mal einen Wechsel. Und du gibst jetzt mal im M3 ein klein wenig Gas. Und ich auch so maximal so mit 3000 Umdrehungen.
Ich gehe mal hinter. Oh ja, das hört sich nicht schlecht an. Nochmal. Jawohl. Hat man, glaube ich, schon ganz gut gehört. Das ist eben das typische, ja, ich schon fast wieder bellen bei dem M3 hier. So, übernimmst du wieder. Also vom Klang her schon ganz anders, aber eben so, wie man es eigentlich bei dem gewohnt ist. Hatte eben doch 4 Auspuffrohre. Der hatte eben eigentlich nur 2 auf einer Seite sozusagen raus. Und was eben ganz wichtig ist bei dem Auto, ist eben die Carbon-Airbox nochmal. Die werden wir uns dann aber später nochmal beim Fahren auch genauer anhören. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach das Vergleich nochmal. Den hier aus und den Rot nochmal kurz an, damit man direkt sozusagen Schnitt machen kann und vergleichen. Aber jetzt wird er langsam leiser, weil gerade diese Kardialluftpumpe wieder ausgegangen ist. Die war vorher schon mal aus. Jetzt wird er ein bisschen leiser, ja? Ja, so müsste es nochmal. Ich gehe nochmal hinter, weil so läuft er normalerweise ohne Sekundärluftpumpe, also ohne Lufteinblasung. Jetzt ist er schon einiges ruhiger. Ja, fast du jetzt wie beim Drübern. Ja. Also bei dem hier gibt es ja keinen Unterschied, ob der Motor jetzt warm ist oder kalt, weil der hat da keine Sekundärlufteinblasung. Beim anderen hat man es jetzt gerade nochmal gehört. Die war vorher schon mal beim ersten Motorlauf komplett aus. Und jetzt hat sie sich aber trotzdem nochmal kurz bei den ersten Sekunden eingeschalten. Daher auch am Anfang der etwas lautere, ja, kräftigere Klang vom Auspuff. Danach, wie gesagt, wieder ganz normal ruhig. Und jetzt werden wir das bei dem jetzt auch mal als Vergleich nochmal am Auspuff hinten anhören. Was aber noch zu erwähnen wäre, ist auch vor allem dieser Schlüssel hier. Nämlich, das ist jetzt ein ganz normaler Schlüssel wie auch beim normalen E46. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht wie beim normalen M3 S65 so einen kleinen Schubschlüssel, wo ich dann über diese Elektrik halt eben sozusagen erst freischalten muss. Und ich kann ganz normal starten, wie beim normalen E46 auch, ohne irgendwas reinzutun oder freizuschalten. Das läuft also wie beim sehr mäßigen E46. Und es war uns ganz wichtig, dass wir also nicht irgendwelche Sachen übernehmen müssen aus dem E90 oder E91, also die 92, E90 gab es ja nicht als M3, dass wir jetzt wirklich nur die Elektrik haben sozusagen vom E46 und nur das Steuergerät vom V8 sozusagen, vom S65. Deswegen kann ich jetzt einfach hier ganz normal starten, wie bei jedem 3er E46. Ja, und jetzt müsste ich wieder hintergehen wegen dem Klang und du gibst wieder Gas. Dann machen wir es wie vorher. So, du setzt dich wieder rein. So, ich übernehme die Kamera. Ja, der hat Temperatur, der ist ordentlich warm. So, jetzt gehe ich mal hinter, warte. So, jetzt kannst du Gas geben. Ja. Oh ja. Da haut er gleich. Nochmal kurz Gas. Aha, da haut es ganz schön die Wiese hinten durcheinander, also wenn du Gas gibst. Ja. Also der hat schon ordentlichen Gasdurchsatz. Nee, gar nicht mal so schlimm. Das ist einfach nur. Ja, Wasser kommt natürlich ein bisschen raus, aber er riecht nicht irgendwie nach Sprit oder so. Das ist halt einfach das Wasser vom Kondensat, was über die Zeit sich da eben sammelt. Und sobald du höher drehst, merkt man auch genau dasselbe Geräusch wie bei dem Weißen da drüben, nämlich dieses helle Geräusch, was da zusätzlich dazu kommt. Aber was ich auch finde, ist vom Klang wesentlich dumpfer. Also wenn du jetzt davor stehst, ich mache jetzt mal extra ein bisschen Ruhepause und dann einfach mal laufen lassen. Ja, ich glaube, man hört, er ist vom Klang her einiges dumpfer als der Weiß im Leerlauf. Das auf jeden Fall. So sieht dann dieser Aufsatz aus, der dann eben auf die andere Motorhaube draufkommen wird. Also man kann es jetzt nochmal am normalen 325er zeigen, wie das ungefähr da montiert sein wird. Ungefähr hier so mittig. Und ja, man sieht auch die Wölbung, da müsste es ein bisschen runtergehen wahrscheinlich, dass man es überhaupt sehen kann, wie die Wölbung dann eben hier sich. Ja, noch sieht man es von hier ganz gut, nach oben geht. Aber ganz wichtig, wir müssen es eigentlich im Endeffekt genauso machen wie bei dem roten da drüben. Nämlich wir müssen auch hier in dem Bereich hier hinten den ganzen Deckel auch etwas hochstellen. Sonst wird es nicht ganz ausreichen. Man kann es beim Roten nochmal kurz zeigen. Das heißt, es wird hier so ein Stück mit eingesetzt, hier seitlich dann runter. Und da kommt so ein Falz mit rein, damit das überhaupt wirklich in der Höhe passt. Das sieht man nochmal hier ganz gut. Sonst wäre es auch gar nicht gegangen, dass die Motorhaube eigentlich wirklich voll schließen würde. Also hier sieht man es mal ganz gut. Hier vorne ist eigentlich genau die gleiche Wölbung. Aber hier so ein Falz sollte dann schon noch mit reinkommen, damit also im hinteren Bereich auch die Höhe passt, dass die Motorhaube dann noch wieder geschlossen werden kann. Also das müssen wir auf jeden Fall dann eben auch nochmal
machen. Ja, und als Vergleich kann man es mal zeigen, ja, wie der Motor jetzt also hier reinpasst, wenn er umgebaut ist, im Vergleich zu einem 325er Motor, weil es ja mal heißt, der wäre so viel kopflastiger oder schwerer, was natürlich jetzt nicht ganz stimmt. Zum einen, wenn man mal schaut, der Sechszylinder, wie weit der nach vorne hingeht. Also hier haben wir jetzt den Lüfter zum Beispiel. Und da ist nicht mehr viel Platz hier zum Lüfter. Gerade mal zwei Finger breit. Dann ist Schluss. Ist ja ganz klar, weil er im Endeffekt auch in der Länge gesehen zwei Zylinder mehr hat als der V8 hier drüben. Die hat ja pro Seite gerade mal vier Zylinder. Und von der Breite her ist natürlich genau das Doppelte sozusagen von Sechszylinder. Hier hat man natürlich die ganze Seite nochmal von der anderen Seite montiert in 90 Grad Winkel. Und das wird natürlich dann schon ein bisschen enger. Aber jetzt kann man es nochmal schauen. Wie gesagt, hier der Abstand und dann bei dem V8 da drüben, was man da noch Platz hat im Endeffekt nach vorne hin. Also hier ist der Lüfter. Wenn ich hier so mache, dann habe ich hier den ganzen Platz bis zum Motor hinter. Das heißt, dieser Motor liegt also viel mehr Richtung hinten, also besser für die Gewichtsverteilung, also für die ganze Basis von vornherein. Und man muss auch sagen, das ganze Fahrzeug selber ist im Endeffekt, der Motor selber ist zum Beispiel knapp 15 Kilogramm leichter als der vom M3 E46. Das heißt, selbst wenn man jetzt einen V8 Motor einbaut, unterm Strich hätte man es jetzt als M3 gesehen, wäre im Endeffekt immer noch leichter als ein M3 E46 in Kombination. Und von daher gesehen ist es also kein Nachteil, wenn man da einen V8 Motor reinbaut. Klar ist natürlich jetzt das Auto schwerer als ein vergleichbarer 325er. Der liegt jetzt bei knapp 1460 Kilo rum, sowas, so wie jetzt da steht. Und der jetzt aktuell mit der schweren Haube und mit dem ganzen CD-Wechsler, was du noch alles reingebaut hast, und Navi-Zeug, was du alles gefunden hast, liegt da jetzt aktuell bei 1515 Kilo, was er jetzt hat aktuell. Das heißt, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, jetzt wollen wir noch ein bisschen was rausschmeißen. Ja, der war schon schwer, der CD-Wechsler. Ja, das glaube ich. Das hast du ja auch da. Da ist ja auch ein bisschen schwer getan. Wir können mal zeigen, wo der drin sitzt. Der sitzt da hinten. Genau, nämlich da, wo nicht das kaputte Seitenteil auch war. Nämlich hier in dem Bereich hier. Und da ist natürlich hier, allein diese Abdeckung hier, hat natürlich der andere drüben zum Beispiel gar nicht. Da sitzt jetzt das ganze Zeug drin, was kein Mensch braucht normalerweise. Hier für das Navigationssystem, was ja uralt ist. Also jedes Handy hat heutzutage ein wesentlich besseres Navi drin. Und hier noch der CD-Wechsler. Aber wir haben einfach mal gesagt, wir fangen jetzt mal bei Null an, sozusagen Ausgangsbasis, wie es hier ist. Und fangen dann an, das Auto sozusagen so umzubauen, wie wir es gerne hätten. Übrigens, wir brauchen noch was. Hier, dritte Bremsleuchte. Ah, wenn noch jemand eine dritte Bremsleuchte rumliegen hat. Die haben wir, aber die Halter haben wir nicht. Genau, die seitlichen hier. Mhm. Das heißt, wir würden es aber auch komplett nehmen, sozusagen. Wichtig sind aber nur diese zwei Halter, die hier rechts und links so reinkommen. Die brauchen wir nämlich. Die sind nämlich immer bei den Leuchten nicht mit dabei. Das heißt, die wird einfach drauf montiert und dann seitlich mit so zwei Schiebestücken sozusagen arretiert da. Also wenn da noch jemand an was hat, auch uns gleich Bescheid geben. Nehmen wir auch sofort. Ja, und das ist jetzt sozusagen die Ausgangsbasis mit dem ganzen Gewicht, was wir hier haben. Und wir werden dann eben überlegen, was wir dann mit dem Auto wirklich machen. Ob wir das dann sozusagen im Serienzustand lassen, wie jetzt aktuell ist. Oder ob wir dann eben anfangen, das Auto dann wieder leichter zu machen, für die Rennstrecke vielleicht nur noch dementsprechend. Dann kann man natürlich jede Menge an Gewicht rausschmeißen. Und eben im letzten Schritt, was wir dann eben dann vorne noch frei hätten als Möglichkeit, wäre dann eben, wenn das Auto sozusagen erstmal eine Straßenzulassung haben sollte, dass man dann im letzten Schritt eben das hier nochmal tauscht und gegen den Kompressor eben dann noch austauscht. Dann hätte man sozusagen die Möglichkeit, entweder das Auto dann auch immer noch im Serienzustand zu lassen, ganz normal, wie jetzt da steht, aktuell sozusagen, oder eben auch von der Basis dann leer zu machen, also Leistung noch extra oben drauf packen und leer zu machen. Wie gesagt, das ist dann aber alles Zukunft. Jetzt muss ich erst einmal fahren und dazu machen wir die Haube und dann geht es weiter. Aber wie man sieht, die Haube geht wunderbar zu, also der Motor passt rein und wie gesagt, wir haben jetzt bloß den Deckel noch nicht montiert, den hier nämlich, der fehlt hier noch, weil eben dazu eben hier diese Öffnung im Endeffekt hier noch in die Haube rein muss. Sonst würde eben hier dieses Stück aktuell hier an der Haube oben anstehen. Das kommt jetzt also im Endeffekt auch noch so rein. Ja gut, also das heißt, bei dem werden wir auf jeden Fall mal ganz kurz eine, ja, bevor wir dann anfangen zu arbeiten, den Motor schön warm fahren und von außen noch ein paar Aufnahmen machen, weil es eben gerade um das Geräusch im Endeffekt geht. Weil die ist richtig, richtig leicht, hört man auch. Ja. Also es, richtig und optisch auch sensationell schön, diese Anlage, wie die gebaut ist. Da werden wir auf jeden Fall noch mal ein paar Aufnahmen von außen machen. Also einfach nur so beim Vorbeifahren, wie sich das eben anhört.
Und die Akustikaufnahmen von dem hier, da muss man noch ein bisschen drauf warten, die machen wir natürlich erst dann, wenn er auch wirklich optisch auch soweit fertig ist. Hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Und in der Zwischenzeit, ja, sind wir einfach mit dem Silber noch ein bisschen unterwegs. Gell? Das ist dann für die... Ja, geht auch, aber es ist natürlich schon eine andere Welt. Also im Endeffekt, wenn du jetzt von dem einsteigst, in den Silbernen, in den Roten, ist eine komplett andere Welt im Endeffekt. Gell? Das ist... Ja, doch, gerade hier raus. Das war das Einzige. Ja, aber das andere kommt noch. Jetzt machst du aber erstmal das Airbag-Lenkrad rein. Dann werden wir mal schauen, ob das Licht ausgeht.